Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Train Simulator 2015. Wir fahren heute ein Szenario mit der BR95 in der Kohleausführung, also kohlgefeuert. Eine sehr schöne Dampflokomotive. Und da fällt mir auch gerade ein, ich habe doch noch was Kleines für euch vorbereitet. Und zwar habe ich ja groß angekündigt, dass sich so ein bisschen was verändern wird. Und hätte ich jetzt total fast beinahe vergessen. Deswegen werde ich das jetzt nochmal kurz nachholen. Wir hören uns gleich wieder. So, und da sind wir auch schon wieder. Ja, der Stefan hat ein kleines Intro angefertigt mit Blender. Und das ist jetzt nur ein kleines Blenderchen-Projekt gewesen, dieses Intro. Aber wir müssen jetzt erstmal hier losfahren. Ja, die Lok kommt von Romantic Railroads. Ich hätte jetzt beinahe gesagt Rail Traction, aber nein, die waren es nicht. Romantic Railroads. Kostet 29 Euro noch was. Und lohnt sich auf jeden Fall. Ist wirklich eine schöne Lok. Definitiv. Schöne Tender-Lokomotive. Mit dieser Aufgabe mitgeliefert. Bei roten Signalen bitte die Tab-Taste Genehmigung einholen. Alle Weichen in Handbetrieb müssen von Hand aus. Oh, okay, gut. Wechseln wir mal in die... Ups, das wollte ich nicht. In die Ansicht. So, wir sollen jetzt über 209 gehen. Das ist noch ein kleines bisschen hin. Ja, die Dampflok ist was ganz Besonderes, und zwar hat die eine sogenannte Gegendruckbremse. Das heißt also, wir können hier mit der Luftdruckbremse die Geschwindigkeit regeln oder drosseln. Oder halt mit dem Zylinder. Das ist mit einer normalen Dampflokomotive nicht möglich, weil man dazu den Richtungswender auf die entgegengesetzte Steuerung legen muss. Das heißt also, wenn wir jetzt vorwärts fahren, müssen wir die auf rückwärts einstellen, und somit würde eine normale Dampflokomotive den ganzen Ruß in den Schieberkasten reinziehen, und dann, da freut sich definitiv der Zylinder drüber. Ja, zu dem Intro nochmal. Also wie gesagt, das ist mit Blender erstellt worden. Ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht, und ich hatte ja schon vorher so ein bisschen den Gedanken, so mit Blender aktiv zu werden, weil ich auch irgendwo immer noch so ein bisschen den Gedanken nicht loswerden kann, mal eine Strecke selber zu bauen. Mir würde sogar auf Anhieb gleich eine Strecke einfallen, und zwar direkt eine vor meiner Haustür, und zwar Bad Harzburg-Hannover und das Teilstück bis nach Braunschweig. Dementsprechend natürlich auch, müsste man gucken, vielleicht bis also über Fienburg und dann vielleicht noch weiter bis nach Sachsen-Anhalt rein, Halberstadt oder so, müsste man gucken, wie man das Ganze verwirklichen kann. Aber das ist noch ein bisschen zu früh, um das zu sagen. So, wir sollen gleich abkoppeln. Oh, da steht noch eine andere Lok. Wir sollen jetzt hier irgendwo anhalten, wahrscheinlich wohl da hinten, wo die Bauarbeiter stehen oder die Bahnmitarbeiter. Da kommt jetzt noch hier dieser Bahnübergang. Ich finde, die Glocke hätte man ruhig auch ein bisschen langsamer aufhören lassen können. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, ob hier die Weiche frei ist. Die lege ich mir jetzt mal gleich rum.
Oder hat die sich jetzt schon selber rumgelegt? Oh, wir rollen, wir rollen, wir rollen, wir rollen. So, jetzt muss ich mal gucken hier, dass die Weiche richtig gelegt ist. Zack. So, nun den Umfahren übers Nachbargleis. Ja, das machen wir. So hängen wir jetzt hier vorne ab. Gehen wieder in die Führerstandsansicht. Und fahren los. Rangierfahrt dürfen wir ja nicht schneller als 25 fahren. Ah, da vorne kommt wieder der Bahnübergang. Gucken, wie weit wir hin müssen hier. Ja, reicht sogar schon. Oh, war sogar schon zu weit. Die Lok hat es ganz schön drauf, die beschleunigt auch richtig schön. Also es ist schon eine feine Sache. So, jetzt sollen wir ankuppeln und dann die ersten drei in den Versand. Apparatebau entladen und dort stehen lassen. Die beiden übrigen Wagen bitte an den der Spedition Campania entladen und dort stehen lassen. Anschließend die Lok wieder zum Bahnhof bringen. Okay, jetzt müssen wir mal gucken hier, ob die Weiche richtig gelegt ist. So, und dann gehen wir gleich mal vor zu den Wagen, weil so kann ich am besten ankoppeln, wenn ich das so ein bisschen sehe. Also auch so der Sound ist richtig toll, so dieses Knirschen und so. Das ist ja, weil die Dampflok ja, sage ich jetzt mal, kein Drehgestell in dem Sinne hat. Sie hat ja nur die Laufachse und dementsprechend fest im Rahmen. Oh, 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 oh. Ah, na, fast. Huh. Zack. So, das war ganz schön, ja, uiuiui. So, und jetzt sollen wir zum Versand. Wo ist denn das? Gehe über Linsenhorst. So, wo stehen wir denn? Wir stehen jetzt, Spieler zentrieren, da. Also jetzt wieder zurück. Achso, okay, dann wird das hier wohl das Versandhäuschen sein. Und wir sollen jetzt nach da. Gut, dann machen wir das doch, würde ich sagen. Ich fahre jetzt mal in der Perspektive, dass man auch mal ein bisschen die Dampflok sieht. Wollen wir nicht. Also auch richtig cool hier, wie sich die Koppelstangen bewegen und alles. Das ist schon eine feine Sache.
war ich jetzt eben gerade stehen geblieben? Achso, ja genau, mit der Laufachse und so. Und deswegen knirscht die eben halt, weil die Kuppelräder, also die, die hier mit dem Treibrad, das in der Mitte ist das Treibrad, da wo die Treibstange dran liegt, und die vier dann hier sind die Kuppelachsen. Und dadurch, dass die nur seitenverschiebbar sind, knirscht das eben halt bei. Halt, halt, die Lok ist schon ziemlich leer. Bitte nochmal zurück und wieder mit dem Bagger. Oder mit dem kleinen Kran Kohle aufnehmen. Wasser sollte auch nachgefüllt werden. Anschließend können Sie auf Ihr Ruhegleis 201 gehen. Okay. Also sollen wir jetzt hier Linsenhorst 10 Aufgabe anzeigen, Linsenhorst 10, geh über Linsenhorst 10, aber da ist doch nichts. Das ist ja merkwürdig. Und wo soll der Bagger sein? Ist der da hinten? Da steht ein Bagger. Da steht ein Kran. Ich frage mich, ob man sich da bekohlen lassen kann. Das ist ja jetzt merkwürdig. Ah, hier ist der Kran. Ich glaube, hierhin sollen wir. Das kann natürlich sein, ne? Passen wir denn da mit dem kompletten Zug rein? Ich glaube wohl eher nicht, wa? Nee. Da werden wir doch niemals komplett reinpassen. Ist ja doof. Na gut, ich sag jetzt einfach mal das, was der Dispatcher sagt. Das heißt nämlich wieder zurück. Also, so weiterfahren zu Windhorst 10. Wie viel ist denn da noch drinnen? Da passt doch. Müssen wir halt ein bisschen sparsamer fahren. Kommt hier jetzt vielleicht auch noch ein Bekohlekran? Kann das sein? Ja, und jetzt ist das Szenario zu Ende. Gut, ich weiß nicht, was das jetzt war. Wir sollten auf jeden Fall dahin zur 201. Na gut, okay, ja, ich würde sagen, dann hören wir uns halt nächstes Mal wieder bei einem neuen Szenario von Train Simulator 2015. Bis dahin, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn das jetzt echt ein merkwürdiges Szenario war. Aber gut, nun ist das so manchmal. Oder ich habe was falsch gemacht, das kann natürlich auch sein. Bis dahin, bleibt gesund und ja, Wiedersehen!